Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Room to War 2 mit der Sparta Challenge und wir stehen kurz vorm Bürgerkrieg. Was mich echt wundert, weil wir ja hier komplett alles voll, also wenig Korruption haben. Beziehungsweise so wenig wie eigentlich möglich. Ups. Upsi. So. Letzte Runde habe ich hier schon Loyalität gesichert. Dann ist es von der 52 auf 19 runter, soweit ich mich erinnern kann. Und jetzt wieder sofort auf 52. Ist ein bisschen ärgerlich. Aber ja, okay. Wenn die sich dazu ja breitschlagen lassen, zu meutern, werde ich dem dementsprechend entgegenwirken. Und weiter. Genau. So ist der Plan und ich denke mal, dass egal was die jetzt machen, dass das denen nicht gut gut kommt. So gut kommt, so. Das Problem ist halt nur, dass entweder ist der Südzipfel von Italien weg oder die, ja, Frankreich, also ein Teil von Frankreich, Südfrankreich, könnte weg sein. Da habe ich jetzt auch überall die Kasernen abgebaut, damit, falls die eben ja Bürgerkrieg machen oder abtrünnig werden, dass die dann eben einfache Soldaten haben. Ich komme mit Ehre und Geschick. Genau. Einfach, dass sie einfache Soldaten haben und keine High-End-Leute, damit es einfach ist, die zu zerschlagen. So, Forschung abgeschlossen, Sezession. Ja. Okay, Rang erhöht, Mission erteilt, okay. Die sind abtrünnig geworden. Okay, jetzt will ich mal kurz schauen, wo die ganzen feindlichen Armeen sind. Also hier ist eine feindliche Armee. Lusitaner und... Okay. Aber das ist ganz, ganz gut, dass die da abtrünnig geworden sind. Da habe ich ja eine Armee gleich nebenan. Hier wäre es halt unpraktisch gewesen. Aber ist alles nochmal gut gegangen. So, du scoutest jetzt mal, wo die nächste Armee ist. Ist nicht hier. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Karthago. Was mache ich mit dir? Ja. Oh, das mache ich mit dir. Okay. Mich wundert gerade, dass irgendwie Karthago gerade nicht da ist. Okay. Okay. Ich dachte gerade, dass ja. Das wäre hier ein bisschen fatal. Okay. So, dann geht es hier mal weiter. Und du gehst mal Markomannen. Und die Markomannen müssen wir eigentlich, ja, Markomannen müssen wir beseitigen, leider. Was machst du? Nichts. Ja. Okay, 77 Nahrung haben wir gerade, das ist besonders. Verwaltung, Verstärkungsrate, ja, aber wir müssen hier losgehen. Wobei, nee, schmarrn. Ich will hier die Kolonie fertig machen. So. Hier alles hoch pushen.
Aber gleichzeitig auch die Tempel. Upgraden, damit die öffentliche Ordnung nicht so versinkt dann. Ach genau, hier, ja. Das war der. Die Kaserne. Dann machen wir mal so hier. Ja, das passt alles. Genau, das da ist der Abtrünnige. Dann werde ich mal hier den Abtrünnigen ein bisschen in die Schranken weisen. Okay, hier ist eine, ja, ein General. Okay, er ist immer noch positiv. Hier ist eine Fullstack-Armee. Wunderbar. Dann gibt es mal eine Schlacht. Sehr schön. Sehr schön. So. Die bekommt auch was. Forschungsrate. Sehr schön. Die 501. Und was bekommen die Fanboys? Nightmare. Sehr schön. Geheimaktion. Machen wir mal Geheimaktion. Getreuen der Athene bekommen nichts, die bekommen nichts und weiter. Sehr schön. Ja, also das war auf jeden Fall die bessere Familie, die untreu werden konnte, abtrünnig werden konnte. Weil mit Italien, da habe ich halt nichts in der Gegend. Ja, halt die eine Armee, die gerade Syrakus platt macht in Afrika. Und ja, die in Sparta, aber also ist ja auch keine Armee eigentlich. Dementsprechend. Ja, mei. Gut, die Lusitaner werde ich dann auf jeden Fall auch bald weg haben. Die waren echt hartnäckig, die Lusitaner. Die waren auch richtig groß. Die hatten ganz Spanien. Und die hatten. Die hatten. Frankreich und. Teile von. Von Deutschland, würde ich mal meinen. Also die hatten hier diese Schräge, glaube ich, oder ganz. Ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall waren die schon etwas größer. So. So. Sehr schön. Dann hier werde ich dann die Alabu. Ja. Dieser blöde Agent, aber zum Glück hat er habe ich ihn zerstört. Lusitana. Ja, okay. Krass, dass die jetzt schon voll sind. Jojojo. Gut. Dann du sie da. Mein Volk hört euch zu. Vergeudet eure Worte nicht. Entschuldigung. Aber das wird eine coole Schlacht, die kämpfe ich. Auch wenn es klar ist. Aber ich will mal wieder kämpfen. Der hat zwar jetzt nicht besonders gute Einheiten. Entschuldigung. Aber nee. So. Okay, die typische. So.
Die typische Karte. Ach komm. Sei doch nicht so stinkig. So. Die ganzen Fernkämpfer kommen hier in die Mitte. So. So, was ist das? Steinchen, okay. Der hat sich interessant aufgebaut. Aufgebaut, aufgestellt, meine ich. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Schnell vorrücken! Geschosse warten auf Ziele! So. Ihr geht mal dahin, ihr geht dahin. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Ihr geht mal jetzt hier hin. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Odins Speere sind ganz gut. Rechtzeitig die Sperre unten, sehr schön. Mach ihn mal langsam. So. Dann fange ich mal hier an. Ja, komm. Den könnte ich ja mal hier hin. An sich ist es voll unnötig gerade, aber mei. Na komm, machen wir mal den General platt. Alter, der schmilzt auch dahin. Feindliche General ist.
Jojo, also strategisch gesehen ist das hier eigentlich eine Abschlachtrunde. Einfach eine easy Abschlachtrunde leider. Okay. Schade, dass er die nicht benutzt. So, jetzt kann man hier die gegen Pferde komme ich natürlich nicht an hier. Machen wir mal den brennenden Schuss. Die sind jetzt auch fertig. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Ach, jetzt erst. Die tun mir ein bisschen leid gerade. Hier voll einfach reingeschickt. So. Ah ja. Meine Einheiten, würde ich mal behaupten, haben genug Rüstung, um das Ganze jetzt zu tanken. Ich meine, das sieht man ja hier, also die haben auch keine Munition mehr. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die haben jetzt auch keine Munition mehr. Wunderbar. Und das war's jetzt. Gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition. Hab mich halt extrem dumm angestellt, aber. Also hier habe ich ja einfach reingeschickt. Ei. Gut. Verluste 576. Ja.
300, 200, 200, 300, also 270. Ja, also die kritischen Bogenschützen holt sie euch. Wirklich. Das ist auf jeden Fall eine der besten Bogenschützen, die es hier gibt. Und natürlich auch wieder ein bisschen angepasst. Am Anfang waren die einfach nur übertrieben. So richtig krass. Jetzt sind sie schon ein bisschen angepasster, sage ich mal. Passter. Wo sind denn die alle? Ja, ich glaube, ich kann denen jetzt auch mal den Krieg erklären. Die Geten. Seid ihr mutig oder töricht? Oder einfach nur verrückt? Alles von einem Teil, würde ich sagen. So, ihr hört mal auf. Wieso plündern Geten bei... Hä? Wieso plündern die in ihren eigenen Land? Wollten sie hier einen Aufstand hervorrufen, was eigentlich gar nicht so blöd ist? Könnte man machen. Warte, der war doch gerade. Ja, okay. Ja. Super. So, dann werde ich hier so machen und hier geht's dann straight rein und hier geht's dann, ich würde sagen, hier so hin. Also hier mache ich den da, hier mache ich den da, hier mache ich den da. Also tap 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 tap. Ja, hier tap 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 tap, irgendwie so. Und hier tap tap tap. So, du da, und der macht dab dab. Und dann drrrr, bup. Und ja, der geht jetzt wahrscheinlich dahin, dann dahin. Ja, wahrscheinlich wirklich erstmal die da und dann hier. Irgendwie so. Gut, nächste Runde. Du bekommst den da, die 3000 haben auch noch mal was. Wunderbar. Okay. Go. So. Ja, also. Ja, meine 4000 ist ja nichts. Das Schwert wurde gezogen. Alter. So eine. Da sieht man schon, was dann. Wenn man. Ja, wenn man riesig ist, dann fragen die einen immer, ob man Frieden haben kann. Aber. Ja. Nö. Wir sind ein starkes Volk. Ja, das freut den auch immer. Wenn man denen ein bisschen Kohlen gibt. Was ist mit den Kohlen? So. Die Frage ist, was jetzt die Abtrünnigen machen. Also, wirtschaftliche Ansicht. Ja. An sich ist das wohl. Ich glaube, Industrie ist am effektivsten gerade. Rang erhöht, Mission fehlgeschlagen, Überfall die Siedlung oder Handlungsroute Fraktion des Syrakus, ja. 500 Gold, was ist das schon?
Tja, das ist mehr als ich gerade habe. So. Okay, das muss ich spielen. Weil erstens ist es der letzte Kampf gegen die Lusitaner und zweitens, die hatten ein bisschen was. Also, die hatten eine Armee hier. Und meine ist nicht mehr ganz so fresh. So. Ach, das ist die, okay. Ich werde wahrscheinlich hier hingehen, komplett. Beziehungsweise ich. Ja, nee, nicht komplett. Ich erwarte eure Befehle. Aber weil die landen immer hier. Und dann werde ich denen hier mal eine kleine Begrüßung machen. So. Warte, hier. So, jeder kommt hier hin. Die kommen auch hier hin. Okay. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Okay, die. Interessant. Die kommen von hinten. Oh, das ist interessant. Okay, dann sehe ich mich doch hier zurück. Die da. Die erreichen auch hier. Die da bleiben da. Die kommen hier hin. Die kommen da hin. General kommt hier hin. Die brauche ich hier nicht. Ja, wobei. Okay, jetzt wieder weg. Bitte weiter. Danke. So. Gut. Ja, die will ich eigentlich nicht an die Front hinstellen. Stell einfach mal die hier hin. Wir haben es ja gleich. Und die gehen mal hier hin, einfach um zu sehen, zu schauen. An sich müssten die jetzt hier hingehen, also die ganze Armee von dem. Seid ihr fertig? Ja. Sehr schön. So, dann gehe ich mal rein. Okay, hier ist aber nichts. Interesting, okay. Ja, Kommandant.
Okay, da kommen die Kavallerie. Das war unklug von ihm. Unser General wird angegriffen. Ich hol mal die Steinschleuderer hier hoch. Also hier hoch, damit die von da aus angreifen können. Aber bitte nicht schießen, weil das ist gerade egal, was hier passiert. Aber bitte langsam. Und ihr geht hier hin. Könnt ihr schießen? Ja, ich weiß nicht. Ich glaub nicht. Ich meine nicht. Ich meine nicht. Ja, vielleicht ein bisschen. Die müssen ein bisschen drücken jetzt. Das schon aus, aber die da alleine, die sind schon sehr angeknackst. Feuer tobt euch aus. Lustig. Dass die denn diese so lange aufhalten können. Meine Güte. So. Sehr gut, das läuft gut. Die kann halt nicht schießen. Ja, gut. Ich kann leider hier nicht schießen. Das ist kind of dämlich. Naja, es sind halt Steinschleuderer. Das ist etwas anderes als Bogenschützen. Okay, ich würde hier dann die beiden tue ich raus. Den tue ich auch, dass ich einfach stehen. So. Die stelle ich dann so auf. Die können hier echt nichts machen. Das muss ich mir merken. Hier einfach Bogenschützen oder gar keine Fernkämpfer. Beziehungsweise keine Steinschleuderer. Die anderen
können da die anderen können da okay, die gehen raus. Die gehen hier hin. So. Die gehen ganz raus. Wobei, die stellen sich so hin. Ihr könnt immer noch nichts machen, ne? Ach, ihr seid so unnötig hier. So unnütz. So, ihr kommt da auch hin. Und was macht ihr eigentlich die ganze Zeit? Ihr macht gar nichts. Warte, ich versuche mal hier einfach durchzudrücken. Ja, seht ihr, alles ist frei, alles ist frei. Wir können komplett durchrushen. Komplett durchrushen. Und jetzt schön da rein und schön da rein. Hier schön dahin. Achso, das sind Piken. Schade. So, gut. Und ihr bitte jetzt auch mal Dalli Dalli. Wobei ihr könnt eigentlich hier hingehen, da ist es gerade dringender. Da ist es gerade sehr viel dringender. Wollt ihr angreifen oder wollt ihr da stehen bleiben? Der greift ja immer noch nicht an. Oh ja, eine Person greift an. So, jetzt halt. Hier angreifen. Das ist in Ordnung, das ist teilweise in Ordnung. Ihr solltet hier angreifen. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ich meine, sind die schon echt begriffsstutzig. Naja. Aber hey, ja, also ist eine große Schlacht, also da sind die meisten nicht wirklich klug. Ja, es ist also schön, Individuen sind klug und Massen sind dumm. Ah, naja. 12 Minuten für so einen Quark. Das hat viel zu lang gedauert. Und das sind ja wieder 40 Minuten, Alter. Viel zu lang hat es gedauert. Ah ja. Würdiger Abschluss. Würdiger Abgang, Lusitana. Würdiger Abgang. So. Okay. Also Spartas Furz. Hat was bekommen? Moral für defensiv.
Nahkampfabwehr und Unterhalt weniger. Moral mehr und Erfahrungsringe mehr. Nahkampf gegen Barbaren. Ja, nun, also Barbaren sind auch bald nicht mehr da. Erfolgreicher Hinterhalt. Kampf bei Nacht. Ja, nee, das klingt nicht so. Ja. Klingt nicht so spartanisch, ehrlich gesagt. Okay, hier, die da. Rolle des Todes. Interessant. Aber, also, wenn die hier hingehen wollen, das wäre dumm. Aber okay. Anders ist es hier. Hier wäre es sogar super, wenn er hier angreifen würde. Weil dann könnte ich ihm quasi den Chaos machen. Bevor es richtig angefangen hat. Okay. Okay, was ist hier? Ihr geht jetzt. Mal hier hin. So. Schön. Auch wenn ich immer noch eigentlich denke, dass Syrakus meine Partner wären. Syrakus ist hellenistisch. Wahrscheinlich ist es auch so. Also ich meine, die Massilia sind ja genauso griechisch wie die Syrakus, wenn nicht ein bisschen weniger tatsächlich. Ah, okay. Wieso mache ich eigentlich weiter? Ich habe gerade gesagt, dass wir schon wieder viel zu lange spielen. Aber dennoch mache ich weiter. Gut, also, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich hoffe auch, dass ich jetzt in nächster Zeit wieder ein bisschen mehr aufnehmen kann und für euch hochladen kann. Das wäre super cool. Aber naja, ist halt abhängig von der Arbeit leider. Aber sollte eigentlich bald wieder funktionieren. So. Okay. Gut, dann, ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye.